sollten morgen dort ankommen. Wie ich schon sagte, Sam, die Vergangenheit lässt einen nicht los. Hör zu, ich muss dich um etwas bitten. Es hat mit diesem Arschloch zu tun. Hicks. Erinnerst du dich? Es wird langsam Zeit, Sam. Bis du es mir gesagt hast, hatte ich keine Ahnung. Keine Ahnung, dass ich am Leben war. Es gibt keinen Unterschied zwischen Leben und Tod, wenn man ganz allein ist. Du bist warm. Ich will nicht nach Hause. Ich will nicht nach Hause. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Findest du nicht mehr nach Hause? Na komm, ich gehe den halben Weg mit. Und den Rest schaffst du alleine. Besser? Ich werde auf dich warten am Strand. Komm und finde mich. Wir haben hier sehr oft miteinander gespielt. Du hast mich hergebracht. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Solange du in einen Körper zurückkehren musst, kannst du nicht nach Belieben kommen und gehen. Also kommst du von hier nicht einfach in den Osten? Nicht, bis du uns wieder vereinigst, Sam.
Ich werde auf dich warten. Am Strand. Komm und finde mich. Gut, dann war das die Eingangssequenz für dieses nächste Video. Herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Und ja, wie ihr gesehen habt, sind wir auf dem Schiff. Im letzten Video zum Schluss hatten wir so ein bisschen zu kämpfen. Und sind dann, ja, zum Schluss eigentlich nur noch auf dem Schiff gegangen. Ein bisschen zu kämpfen, gut, es war etwa 3 Minuten, aber es war die Hölle. Ja, jetzt machen wir hier mal ganz entspannt weiter, in der Hoffnung, dass es nicht gleich wieder zu irgendwelchen Auswüchsen hier kommt. Ja, legen wir mal los. Und da sind wir auch schon wieder. Jetzt sind wir am Ziel, so wie es aussieht. Keine Ahnung, wie du schlafen kannst. Brauchst du eine Stärkung? Nee. Oh Mann, die nervt mit diesen Dingen. Die scheint das echt zu mögen, ey. Willkommen in Lake Knot City. Ist wie Gummibärchen für die. Was? Nicht. Dann komm. Diese Fracht kommt aus Port Knot City mit Bestimmung Lake Knot. Die überlasse ich dir. Das Versandterminal ist da vorne. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas zu erledigen. Wir sehen uns später. Legt das Schiff in dem Fall jetzt wieder ab, oder? Nö. Okay, da liegt einiges rum. Eieieiei. Ah, das sind unsere Sachen. Okay. Warum kletterst du auf den Container? Bestimmt, weil der Ausblick so gut ist. Genau, lass hier erstmal umgucken. Da gibt es auch so einen Mordskrater da vorne. Warte mal ganz kurz. Fahr mal auf der Karte nach oben. Ich glaube, das hat man so unten rechts zum Schluss auf der anderen Karte gesehen. Also oben links ging es dann quasi mit Port Knot City wieder weiter. Wie oben? Aber das sehen wir jetzt nicht. Aber sie ist ein Krater da, oben rechts, den großen. Den hat es unten rechts auf der letzten Karte gehabt. Wenn es der war, also sah jedenfalls ziemlich genauso aus. Jetzt gibt es dann auch bald Schnee, habe ich auf der Karte schon gesehen. Jetzt mal überlegen, so ein kleines. Achso, ist gar nicht so viel. Okay, alles läuft. Das wünscht man sich heutzutage von den DHL-Fahrern, dass die so abgehen, ne? Eins liegt noch da. Willst du es nicht mal aufnehmen? Noch nicht mal überladen, ey. Bei der Stapel. Eieiei. Ich wäre schon längst die Treppe runtergefallen. Keramik wiegt aber ein bisschen was, ne? Okay, 90 knapp. Aber man muss ja nur zum Terminal. Das machen wir bitte nicht. Das. Nur mal auf. Ich würde nicht nach unten schauen mit dem Zeug auf dem Rücken. Wo ist denn das Terminal? Sie hat doch gesagt, da oben. Ja, wahrscheinlich, vielleicht noch ein Stück. Oh nee, gleich wieder hier oben hängen. Muss man echt aufpassen hier mit der Deckenhöhe, ja? Oh, guck mal. Ich glaube, Hideo Kojima mag Laura. Eieieiei, ist das ein Geschwanke und Gewackel. Vorsicht, langsam. Schon mal ducken. Hast es voll im Griff. So, wo ist jetzt hier ein Terminal? B.
bitte nichts mehr aufnehmen. Was soll denn das? Du willst echt wissen, ne? Immer ans Limit, ne? Die Musik passt so voll dazu. Wie dieser arme Mensch hier gerade gequält wird. Ich laufe nicht mal, ich mach gar nichts. Also das war zu viel jetzt. Ja. Wo ist denn jetzt dieses Terminal? Ich frage es mich auch. Sie hat doch gesagt, Terminal ist da oben. Da war jetzt, wenn wir die Treppe wieder runtergehen würden, wäre noch eine Tür vielleicht da rein. Ich glaub's fast nicht. Außerdem müsste hier auf der Karte angezeigt werden, oder? Sag bloß, das ist das hier. Das ist ja ewig weit weg. Sie sagte, Terminal ist da oben. Wohl nicht da oben in 2 Kilometern Entfernung. Ich will es nicht nehmen. Ich will es doch nicht nehmen. Oh Mann. Diese Musik dazu, das ist so unheimlich falsch eigentlich. Okay. Was ist denn da links? Versuch da mal die Treppe. Aber vielleicht nicht so arg links drehen. Links. Ja, vielleicht geht es auch von alleine auf. Nein, ich wollte eigentlich die Treppe probieren. Nee, geht nichts auf. Wir sind gefangen. Wir sind gefangen. Guck mal, da ist eine Treppe und eine Tür. Wo ist eine Treppe? Du kannst die Tür auch mit dem Zeug auf deinen Rücken einfach... Wo ist einfach denn die Treppe? Na, hinter dir. Noch mehr drehen. Dreh dich einfach mal. Guck mal, da ist eine Treppe. Oh. Da ist eine Treppe. Vielleicht geht die Tür ja auf. Quatsch. Es könnte aber sein, du bleibst oben hängen. Warum sollte die nicht aufgehen? Die Treppe geht wo immer... Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt das schau weiß mal auf ich mit dieser Treppe. Da ist doch nichts. Huh? Möchtest du vielleicht nur die Fracht verwalten? Hallo? Ja, also scheint er... Diese Treppe. Vielleicht. Ich weiß es doch auch nicht. Wo soll ich es wissen? Eieiei. Ah, es ist witzig. Aufpassen, aufpassen. Aber es kann nicht mehr weit sein bis zu so einem Terminal. Also ernsthaft hier. Ach, guck mal. Gott sei Dank. Rennen! Rennen! Ganz ruhig rennen, passiert nichts. Die Musik passt nach wie vor. Passt so, wie er sich so der Schwerkraft hingeben muss, das ein oder andere Mal. Sieht ja auch alles so ein bisschen Kfz-freundlicher aus. Aber jetzt schauen wir mal. Kfz? Kfz-freundlicher, ja. Hier ist so breitere Straßen und auch fest angelegte Straßen, weißt du? Vielleicht haben wir ja Glück und können ein bisschen mehr heizen. Geh mal erstmal zurück und hauen das ganze Kleinkuchen wieder. Ne? Nein. Das waren ja auch ganz viele Sachen. So viel war es nicht mehr. Meinst du, da war noch was im Container drin? Da war überall noch Zeug drin. Aber wirklich viel war das nicht, glaube ich. Doch. Eieiei, das war jetzt aber auch. Ich konnte einfach nichts machen, der ist einfach von alleine gelaufen, ich bin nicht gelaufen. Das ist wirklich, ab einem gewissen Gewicht auf dem Rücken läufst du, glaube ich, auch automatisch in die Richtung, wo dich das Gewicht hinzieht. Toll. Das sah jetzt wirklich lustig aus. Wie geht's dir? Leute wie du machen mich stolz, zu Bridges zu gehören.
Danke, Sam. Bitte, Unbekannter. Bis zur nächsten Lieferung. Sei vorsichtig. Gute Arbeit. Ganz viele Blutbeutel, da machen wir mal ein paar weg. Nein, mach doch keine Blutbeutel weg, bitte. Guck dir mal an, wie viel Zeug ich habe. Ja, aber ist der private Spind denn limitiert, was das Volumen angeht? Nee, ne? Blutbeutel werden wir noch viele brauchen gegen GDS. Weiß, ja, aber jetzt aktuell hoffentlich nicht. Das werden wir nachher recyceln. Wie viel Zeug das ist? Ja. Irgendjemand hat. Ach, das ist so Material. Guck mal, ich dachte, das sei auch was zum Zurückgeben. Ich weiß nicht, was sie mit Keramik machen, aber mit Sicherheit braucht man sowas basteln. Auch. Basteln, ja, sicherlich. Also gebastelt wird natürlich auch. Aber vielleicht Teller, Tassen, Geschirr jeglicher Art. Ne? So, das haben wir jetzt mal hier. Nein, ich will doch nicht immer alles hier abbrechen. Und jetzt liefern wir den Rest. So. Damit wäre dann die Mission wenigstens schon mal erledigt. Genau. Mission Nummer 18. Hallo und willkommen. Haben dein Schiff die ganze Zeit beobachtet? Ich musste diese Frage leider stellen. Ist deine gesamte Fracht sauber? Nichts Gefährliches oder Illegales? Sie haben dich sicher schon beim Einlaufen gecheckt. Aber ich muss noch mal nachsehen. Niemand hat mich gecheckt. Kein Mensch. Alles sauber. Nichts Ungewöhnliches. Sieht er auf den ersten Blick, ne? In der Zeit mache ich nicht mal einen Reißverschluss auf. Sowas haben wir schon lange nicht mehr gekriegt. Awesome. Aber vorher nur A gegen das Viech, ja, ey. Nur A. Schon ein bisschen traurig. Mhm. Weiß nicht, vielleicht laden wir die Stelle nochmal und. Nee, machen wir nicht. Sorry wegen dem Stress. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Oh, sollst du einen Cupid dabei haben? Stimmt das? Du darfst uns. Stimmt das? Ich weiß gar nicht. Ah ja. Ach, den haben wir immer dabei, ne? Oh, da sind wir ein ganzes Stück gefahren, du. Dann, ja. Dann war das auf der Karte doch nicht der gleiche Krater. Ah, haben wir doch schon was erreicht, ne? Ja. Muss man echt sagen. Ja. Rauchabgebender Frachtköder. Was ködert man denn damit? Wir sind also endlich im Netzwerk. Hat lang genug gedauert. Wir halten nicht zurück. Capital Nord City bekommt alles. Wenn diese Informationen der Sicherheit aller dienen, habe ich nichts dagegen. Und ich bin sicher nicht der Einzige hier, der das so sieht. Damals, als Bridges 1 hierher kam, war die Lage wahrscheinlich besser. Zumindest haben uns damals keine Terroristen oder GDs das Leben schwer gemacht. Naja, sei vorsichtig da draußen. Die Welt hat sich verändert. Und vielen Dank. Kein Ding. Hast du Ground Zero endlich passiert? Glückwunsch und Dankeschön. Ab hier wird es allerdings nicht leichter. Was denn ist das? Bei unserem ersten Besuch war es anders. Friedlich. Die drei Städte da draußen, Lake, Middle und South Nord, wollten alle unsere Wiederaufbaupläne unterstützen. Fragile Express hat für alle drei Lieferungen durchgeführt.
Die Angriffe der Separatisten vor einem Jahr haben alles verändert. Einer hat Middleton City ausradiert. Sie haben Atomwaffen von früher gezündet. Der andere Angriff hat High South North City zerstört. Die Verluste waren verheerend. Bridges hat nicht genug Ressourcen, um die restlichen Städte allein zu vernetzen. Wir brauchen die Unterstützung aller. Selbst jener, die nichts mit den UCA zu tun haben wollen. So unmöglich es klingen mag. Die Lage hat sich seit dem Aufbruch von Bridges One nach Westen verändert. Besonders die Zerstörung von Middlenaut hat uns eine neue Strategie aufgezwungen. Wie Amelie gesagt hat, uns fehlen Zeit und Ressourcen, um einen weiteren so großen Knoten zu bauen. Deshalb treffen wir Vereinbarungen mit Preppern und anderen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihre Bunker zur Verstärkung des Netzwerks zu nutzen. Nur eine bestimmte Art von Mensch würde alleine hier draußen leben. Die Art, die uns sagt, dass wir uns unseren UCA-Beitritt sonst wo entziehen können. Natürlich werden sie nicht sofort begeistert zustimmen. Aber obwohl sie die meisten Leute nicht leiden können, kamen sie mit Fragile Express zurecht. Sag jetzt nicht, wir sollen sie als Empfehlung benutzen, um bei ihnen gut anzukommen. Bingo. Sie hat schon zugestimmt. Aha. Und was hat sie davon? Warum auch immer. Schätze, um es X heimzahlen zu können. Das kann ich ihr nicht verübeln. Er hat ihr alles und noch viel mehr genommen. Zeit heilt manche Wunden, aber ihre nicht. Die anstehende Arbeit wird nicht leicht, aber sie muss getan werden. Ruh dich erstmal etwas aus. Wir reden später weiter. Ja, schon wieder ausruhen. Schon wieder, ne? Und er schläft in voller Montur ein und wacht aber in ganz anderer Montur auf. Haben wir darüber schon mal genauer nachgedacht? Traum. Kipu. Das ist ein altes Wort für Knoten. Damit kann man auch Dinge zählen. Ja, die Stimme ist leider wirklich nicht so gut. Schrecklich. Okay. Dann mache ich einfach immer einen Knoten, wenn ich dich sehe. Das muss dir sehr viel bedeuten, wenn du es herbringen konntest. Etwas Besonderes. Ganz besonders. Und nur für dich. Ich pass gut drauf auf, Sam. Ich glaube, sie ist seine Mutter und Schwester gleichzeitig. Ja. Was essen? Natürlich. Ach, die schon wieder. Och, Mensch. Wieso bist du hier? Frag deinen Bossmann. Nein, es gibt noch einen Bossmann. Wieso bist du hier? Hab eine Lieferung für einen Boten. Das wirst du auf deinem Weg brauchen. Damit weist du dich als Mitarbeiter von Fragile Express aus. Es besteht aus meinem Blut und chiralen Kristallen. Sieh es als eine Art Band an. Die Prepper in der Gegend machen dir keinen Ärger, wenn du das hast. Wir waren die Einzigen, die hier draußen ausgeliefert haben. Das war unser Territorium. Bis Hicks alles versaut hat. Mich, Fragile Express, unseren Ruf, alles. Und jetzt willst du es ihm heimzahlen. Ganz allein. Ich bin nicht allein. Ich habe einen Schirm. Portnor City. An deinem Bett. So weit weg und doch treffen wir uns ständig. So viele GD-Gebiete zwischen uns, wo mich ein leerer Sturz treffen müsste.
Und doch bin ich hier. Ich bin hier. Du kannst den Strand benutzen? Ich habe einen Strand. Du hast deinen, ich meinen. Ich springe damit durch den Raum. Ich kann keine GDs herbeizaubern wie Hicks. Das gesund aber ist. Ich kann ihm folgen. Ihn zum Strand folgen. Das Problem, jeder hat seinen eigenen Zugang. Ich kann nur durch den Strand reisen, den ich kenne und verstehe. Du hast sicher schon vom Multiversum gehört. Hey, geht's dir gut? Ja, das Reisen macht schon ein bisschen was kaputt, mir ne? Viel ab. Saugen mir das Blut aus. Futterst du die Dinger die ganze Zeit? Du willst nach Edgenot City, oder? Da wimmelt's von Terroristen. Aber wenn du das durchziehst, dann musst du es früher oder später mit Hicks aufnehmen. Hör zu. Ich liefere Dinge. Monster und Terroristen zu töten, ist nicht mein Job. Und wenn wir es gemeinsam tun? Mit meiner Kraft könnte ich dir helfen. Man muss nicht dasselbe wollen, um auf einer Seite zu stehen. Ich könnte dich schicken, über meinen Strand. An jeden Ort, an dem das Chiralium dicht genug ist. An jeden Ort, der im chiralen Netzwerk ist. Und was verlangst du dafür? Dass du darüber nachdenkst. Hier. Ein kleiner Ansporn. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Damit bleiben wir in Verbindung. Bis dann, wir sehen uns. Jetzt haben wir auch einen Schirm. Könnte nicht schlecht sein, wenn es regnet. Auch für die... Weiß nicht, schützt er dann die Ladung auch? Schnellreise. Das ist nicht schlecht. Okay, wir haben ein paar Mails, lese ich gerade, aber die schauen wir uns außerhalb der Videos mal an. Die sind auch nicht so... Die sind auch nicht so... Aber niedlich irgendwo schon, ne? Ach, die haben Äuglein sogar. Siehst du das? Lecker. Leger. Ja, er findet es ja widerlich, das wissen wir ja. Guck mal, es sind nur noch zwei drin im Gläschen. Was? Wird verdaut? Steht das da drin? Im Glas? Sollen wir nicht erstmal duschen? Haben wir schon? Wieder doch duschen, ne? Ist ja kein Dreck weiter drin, ne? Ist ja kein Dreck weiter im Wasser. Siehst du, gibt auch gar keine Kapsel mit Dreckwasser diesmal. Lass mich das mal lesen. Schnellreisen mit Fragile springen. Fragile kann dich in Sekundenschnelle zu jedem. Danke. Ich hab's vorhin schon gelesen. Ja, aber ich hab's noch nicht gelesen. Nach Schnellreise. Ja, schön, schnell rein. Darf ich dich kurz bitten, kurz mal an der Fernbedienung, nur den Fernseher. Doch. Ja, gib den Controller kurz mir. Ich müsste das Mikro und alles abmachen, damit ich jetzt. Ja, wir haben ja 5 Minuten Zeit. Wenn der Fernseher dann plötzlich ausgeht, ist er aus. Sagen, dass wir das genau da, guck mal. Schon heftig, das Vieh, ne? Wo es eigentlich relativ schnell besiegt war, ne? Ja, erster Boss, ne? Ja. Ist angeguckt, das heißt, es kommt jetzt irgendwie automatisch dazu den anderen Figuren. Wir trinken noch ein Monster.
der sich immer freut über die Dinge. Da rastet er richtig aus. Okay. Also gut. Sollen wir dann das Video an der Stelle mal beenden? Ich guck mir das mal nochmal an. Wir gucken uns... Was ist da? Ja, guck mal, jetzt können wir springen. Ah, aber nur in die Region, nicht... Ohne Gepäck halt. Nur ohne Gepäck, okay. Und auch nicht punktgenau, also nur an die Verteilerzentren. Ja gut, das sollte ja auch ausreichen. Aber leider nicht das Windpark, aber da gehe ich nicht nochmal hin, das sage ich jetzt. Ja gut, der Windpark, das war eine andere Geschichte, da können wir ja vielleicht auch irgendwie mal hin, wenn die Hauptstory mal abgeschlossen ist, wenn wir noch Lust haben. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Ist es nicht ganz so lang, aber das ist nicht schlimm. Wir schauen uns jetzt noch die ganzen E-Mails an. Wenn was Interessantes dabei ist, dann teilen wir euch das zu Anfang des nächsten Videos mit. Ansonsten würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, oder einen entsprechenden Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Herzlichen Dank nochmal und tschüss.